So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Es regnet heute auch wieder. In diesem Part. Ja, machen wir uns wieder Quarz. Wir haben so viel schönes Iridium. Das freut mich. Und die Geister sind heute gut drauf. Wieder noch mehr. Wir haben geile Kürbissuppe. Und Post bekommen. Was? Ahoi, Peter! Willi, ich möchte gerne ein Rezept an dich weitergeben, das ich und mein Papa mal gemacht haben. Es ist wichtig, dass der Fisch frisch ist. Ein Schneckengericht. Und da kommt Fisch dazu. Ist ja strange. Gut, nichtsdestotrotz. Oh, wir können wieder ernten. Das heißt, wir kriegen Kohle. So, alles her damit, komm. Die Radieschen, gut, die brauchen noch ein bisschen. Zup, 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 zup. Swoop, 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 swoop. Yeah. Ey, da war eine Krähe. Was macht denn meine Vogelscheuchen? Gar nichts. Muss ich die da höher stellen oder? Oh Gott, es blitzt. Oder was? Aber wenn es blitzt, heißt es, wir kriegen Batterien. Oh yeah. So. Oh, und die Red Hot Chili Peppers sind auch gewachsen. Oh, sehr geil. Dann machen wir wahrscheinlich selbes Prozedere wie im letzten Part auch. Einfach heute nochmal unseren Hof. Gehen aber erstmal zu Clint. Geben da das in Bestellung. Dass wir unsere Hacke bekommen. Ich hoffe, die. Wenn wir die heute abgeben, dann ist sie am 28. fertig. Ich hoffe, am 28. ist der Marktplatz nicht blockiert, dass wir auch wirklich die Hacke dann abholen können. Weil sonst ist blöd Herbstanfang ohne Hacke. Ja. Honey, Honey. Und Nanny. Ja, ich glaube, ich stelle die Vogelscheuche echt mal ein bisschen höher. So. Stellen wir sie hier einmal hin. Ich stelle hier eine hin. Und die da. Die stellen wir hier hin. So. Ich hoffe, jetzt ist es besser abgedeckt. Bestimmt. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ah, heute können wir nochmal beim Schwarzmarkt reingucken. Oder was heißt Schwarzmarkt? Zu dem reisenden Händler halt. Ob der vielleicht große Ziegenmilch verkauft. Oder sonst irgendwas, was wir da brauchen. So. Okay, tägliches Prozedere ist abgeschlossen, fast. Milch, Milch, Ziegenmilch. Nö, irgendwie. Ist nur nichts groß. Gott, es ist zeitintensiv mit den Tieren. Und qualitätsmäßig ist da doch nicht so der große Unterschied, oder? Was droppt denn Wolle? Die Hasen? Droppen die Hasen Wolle? Kann ich mir nicht vorstellen. Na. Naja. Warte, checken. Haben wir Tomaten auch voll? Tomaten sind auch voll, alles klar. Zack, zack, zack. Alles reinschmeißen. So, machen wir mal Orange und Pfirsich auch noch rein. Okay, drei Sachen will ich schon nicht annehmen. Was können wir denn rausnehmen? Die Morchel. Brauche ich Morcheln, gewöhnliche Pilze. Eigentlich könnten wir echt rausnehmen. Die Cola. Und die gewöhnlichen Pilze und Morcheln. So. Verkaufen. Verkaufen. Und die Cola, die behalten wir noch, weil die ja doch teilweise Bestand ist. Von Missionen. So. Haben wir hier Kupfererz? Genügend. Ja, haben wir. Okay, einmal fallen lassen. Swoop.
Oh, hat er das gefixt? Er hat's gefixt, der Developer hat's gefixt. Das ist traurig. Der schöne Bug, mit dem man das Herz auf den Boden schmeißt. Ach man. Sehr blöd, okay. Nichtsdestotrotz, einmal runter zum reisenden Händler, dann gehen wir gleich rüber zu Clint. Und den Rest vom Tag. Oh nein, Blitze! Den Rest vom Tag. Was wollte ich denn sagen? Oh, nochmal eine Cutscene. Den Rest vom Tag machen wir nochmal unseren Hof. Mit Penny. Oh, Peter, du kommst wie gerufen. Hä? Ich habe die Kinder für einen kleinen Schulausflug aufs Land gebracht. Du weißt alles über das Landleben, richtig? Das hier ist nicht das Land. Das hier ist einfach Fluss. Also könntest du unser Gastredner sein? Nein, ich kann Kinder nicht leiden. Sehr gerne. Großartig. Lass mich nur eben die Kinder holen. Ey, kommt her, ihr kleinen Pisser! Pass kurz auf. Bitte, Kasper, pass kurz auf. Hä, was? Wir haben heute jemand ganz Besonderen als Gastredner, und zwar den ansässigen Hofbesitzer Peter. Er kennt das Landleben aus erster Hand, also weiß er alles über die Naturgüter des Tals. Aha, kann mir jemand sagen, was ein Naturgut ist? Hier! Yes? Ein Naturgut ist eine materielle Quelle des Wohlstands, die einen natürlichen Zustand auftritt und einen ökonomischen Wert besitzt. Junge, was lernen die denn hier? Sehr gut, das sind 2 Sternpunkte wert. Ja! Okay, jetzt lass uns alle Peter unsere volle Aufmerksamkeit schenken. Ja, also, das wusste nicht mal ich. Geht es um Arbeiten, Sammeln in der freien Natur. Ja, Arbeiten auf dem Hof. Der Boden ist ideal. Sind perfekt für die Tierzucht. Okay, ja. Hä, was ist denn Vincent? Ja, Vincent? Kann ich einen deiner Kühe satteln und sie in die Stadt reiten? Ich will ein echter Cowboy sein. Nein. Vincent, benimm dich. Herr Peter verdient seinen Lebensunterhalt mit diesem Hof. Es ist kein Spielplatz. Ja, es ist eigentlich eine Ansammlung von Unkraut. Nun, das ist ja wohl genug für heute. Ihr beiden geht vor und spielt ein wenig. Nicht in den Fluss fallen. Obwohl, wär mir eigentlich egal. Es ist eine Menge Arbeit, sich um diese Kinder zu kümmern. Mich stört das aber nicht. Ich genieße es, ihnen beim Lernen zuzusehen. Hoffentlich kann ich dazu beitragen, dass sie zu aufrichtigen Menschen heranwachsen. Ja. Wirst du irgendwann ein Kind haben wollen? Oh, auf jeden Fall. Ich schätze schon. Nö. Ich denke nicht, dass ich gut darin wäre. Im Machen oder im Erziehen? Denn die Welt ist schon genug überbevölkert. Nein, ich will nicht eine Familie. Auf jeden Fall. Ich auch. Ich bin froh, dass du auch so denkst. Ah ja, Nico, der hat sich die Penny geangelt, aber ich... Naja, wir nehmen sie nicht. So, ich bin froh, dass du aufgetaucht bist, Peter. Die Kinder hatten sicher eine schöne Zeit. Ja, ich wollte eigentlich nur shoppen gehen. Danke, dass ihr mir meine Zeit gestohlen habt. So. Hast du... Knoblauch, genau. Ziegenmilch. Nur normale. Ja, eine seltene Saat können wir wieder mitnehmen. Käferfleisch für 100 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, sonst nur Kruscht. Aber die seltene Saat können wir ja jetzt im Herbst anpflanzen. Ne? Da brauchen wir dann aber unbedingt Qualitätsdinger. Ja, wir brauchen für den Herbst unbedingt die Qualitätsdünger. Dass es mit der Saat auch richtig, richtig gute Ergebnisse gibt. So, jetzt einmal Clint, dann Pierre und dann Hof. Als Reihenfolge. So, ich hoffe, das reicht echt noch zeitlich aus mit der Goldhacke. So, gib mir meine Gießkanne. Cool. Machen wir gleich das nächste. Auf! Nächster Auftrag. Iridium. Hacke. Ja, beeil dich. So, und mit der Iridium-Gießkanne können wir ein richtig...
Oh ja, zwei Felder. Okay. Gleich nochmal wieder auffüllen. So. Soll ich dann auch gleich Baumsamen kaufen? Ich weiß nicht, wie es geldtechnisch sein wird. Kunst des Angelns, Thunfisch. Na, ich weiß ja nicht. So, bei dir brauchen wir einmal, was kostet denn der Qualitätsdinger? 150, okay. Ich brauche was für ein... Gut, mit den Bäumen können wir eh warten. Im Winter, ja, mit den Bäumen warten wir. Was, er verkauft Fische? Seit wann? Strange. Okay, nee, dann warten wir tatsächlich. Und dann brauche ich nur das, genau, Grasbündel. Nehmen wir da mal 10 mit. Ja, das passt. So. Schöne, schöne Sache. Und wir haben neues, frisches Gras. Und da oben wächst auch schon die ganze Zeit Unkraut, Mensch. Weg mit dem Scheiß, weg, weg. Verschwinde. Blöder Baum. Du auch. So. Streichen wir einmal unsere Katze, haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Alles klar. So, und das Gras. Keine Ahnung, direkt davor. So, das breitet sich ja aus. Soll's ruhig. Und wir hacken jetzt noch 2, 3, 4 Bäumchen. Und das war's dann. So, du, du. Ach ja. Ich weiß noch, die ersten Parts. Ich krieg jetzt nostalgische Erinnerungen an die ersten Parts. Da hat es ja richtig lange gedauert, mit der Kupferhacke, mit der Kupferaxt die Bäume zu fällen. Und bald kriegen wir die in 1, 2, 3, 4, 5, 6. In 4 Hits kriegen wir die down. Oder in 3 Hits. Ich glaube sogar nur 3, oder? Das macht dann zack, zack und einmal noch zack. Ich glaube 3 Hits waren's. Und dann geht es einfach richtig, richtig fast. So. Zack. Du, so viele Bäume, die hier rumstehen. Ah, ja. Ich habe auch mal in einem Video gesehen. Es gibt anscheinend wirklich die ganze Leiste hier unten voll von Sachen, die man sammeln kann. Wie man jetzt was bekommt und was sammelt, das habe ich nicht nachgeguckt. Aber ich finde, als Ziel des Let's Plays sollten wir schon das meiste davon sammeln. Auf jeden Fall. So. Noch die Steinchen. Warte. Achso. Kohle haben wir gerade aufgehoben. Das sah gerade richtig strange aus. Düm, 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 düm. Und wer weiß. Vielleicht haben wir morgen und übermorgen nochmal einen guten Tag. Dann würde ich in die Mine gehen. Und mit sehr viel Glück kriegen wir dann nochmal 15 Iridium-Erz die nächsten beiden Tage. Dass wir gleich zu Herbst anfangen. Das letzte Werkzeug-Upgrade haben. Und ich muss noch an den legendären Fisch denken, dass wir den holen. Und, nee, warte, übermorgen müssen wir unbedingt um 12. Ah, wir müssen zu Clint und wir müssen um 12 da an dem Busch rütteln. Habe ich mir immer noch aufgeschrieben. Haha! Liegt die ganze Zeit hier in meinem Zimmer rum. Vor meiner Nase. Dass ich das da dann auf keinen Fall vergesse. So, Baumfeld! So, Unkraut, Unkraut. Hier haben wir nochmal Holz. Oh, da oben stand noch ein Bäumchen. So ein kleiner Findling.
Oder heißt es bei Bäumen auch Findling? Bei irgendwas hieß es Findling, wenn was alleine steht. Ach, keine Ahnung. Ich bin zu ungebildet dafür. Ach ja. Bald war's das mit der Energie. Düm, 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 düm. So. Oh, richtig viel Stuff, ey. Aber ihr seht, es wird immer weniger. Wir haben es bald geschafft. Dann fehlt nur noch das große Unkraut. So. So. Und na, den da unten auch noch. Zack, zack, zack. Dam, dam, dam. Und wir machen den Stein noch. Und den kleinen... Oh, eine Notiz. Cool. Ach, sogar zwei. Dann haben wir vorhin eine gefunden. Das ist Leas Schrift. Meine Vorstellung als perfekten Essens wäre Salat, Ziegenkäse, Trüffel und Wein. Okay, und Mohnmuffin. Lecker. Wenn mir das jemand geben würde, wäre ich hin und weg. Sei gegrüßt, Peter. Hast du mein Geheimnis im dunklen Tunnel gefunden? Ich freue mich schon auf dich. Oh ja, das haben wir. Oh, es fehlen nur noch drei Notizen. Dann haben wir alle. Cool. Da müssen wir nur noch die Sachen lösen. Die die Notizen von sich geben. So. Einmal zur Truhe. Nee, und nee, das kommt da nicht rein. Aber. Das da. Gut, der nächste Tag ist rum. Dö-dö-dö. Und wir können noch mehr Quarz machen. Obwohl wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ach, was soll's. So, Cola tun wir hier rein. Und was kriegen wir denn an Geld? Nicht so viel wie erwartet. Ja, dann haben wir jetzt 60.000, fast. 55.000, was haben wir jetzt? Na, wir haben sogar die 60.000 überschritten. Cool. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.